Sind der Pita-Hüte hierzulande populär. Einer hat sie importiert, nun raten Sie mal wer. Na? Er hat auch die Boccia-Kugel aus Italien mitgebracht, wo er hin und wieder ein paar Wochen Urlaub macht. Der Herr mit dem Pepita-Hut, der schiebt eine ruhige Kugel. Und was der alte Herr da tut, das tut auch uns so gut. Wir sind nur eine kleine Firma, doch in einem sind wir groß. Schon am Mittwoch geht bei uns das Wochenende los. Und dann machen wir einen kleinen Ausflug in den grünen Wald, wo dann im gemischten Chor das schöne Lied erschallt. Der Herr mit dem Pepita. Kegelabend und das geht die ganze Nacht. Da wird an die Firma und die Arbeit nicht gedacht. Alle rufen hoch die Tassen, Kinder, ist das Leben schön. Und dann spielt die Musicbox das Lied, auf das wir stehen. Yeah.